Ja, hi, Ingo hier und herzlich willkommen zurück auf einem meiner Videos. Ja, ich hatte mir ein bisschen was überlegt, was ich als nächstes machen könnte. Und da bei uns ja, oder wie überall in der Republik ja so viel Regen fällt, hatte ich ja ein bisschen Zeit und habe mal meine Sammlung durchforstet und habe gesehen, dass ich unwahrscheinlich viele Platten habe aus dem späten 60er Jahren, das heißt San Francisco 67, 68, 69. Und aus der Zeit habe ich mal so 25 Platten rausgesucht. Ich hätte auch 50 raussuchen können, aber ich wollte erstmal bei 25 bleiben, weil das Video sonst ja zu lang wird. Also das wird jetzt schon lang, schätze ich mal. Ja, und da habe ich mal 25 Alben rausgesucht und mache will so ein kleines Best-of machen von diesen 25 Alben, die mir am besten gefallen. Und das startet bei Album Nummer 25 und das ist Dan Hicks and the Hot Licks. Und zwar ist das ein US-Songwriter und war der Kopf dieser Band, den Hot Licks. Und der Stil auf diesem Album, das ist so Musik, so wird so genannt Cowboy Folk, Jazz, Country, Swing, Bluegrass, Pop, Gypsy. Also für mich klingt das sehr psychedelisch, weil die Ära, das ist so ein typisches San Francisco-Album und ist aus der Zeit von 1969 und wurde in San Francisco aufgenommen. Und ja, Dan Hicks, der ist 2016 mit 74 Jahren verstorben. Und die bekanntesten Stücke von ihm sind I Scare Myself und Can't Music. Also sollte man mal reinhören. Das ist sehr, ja, experimentelle Musik. Und teilweise erinnert der Gesang, weil da singen zwei Künstlerinnen. Einmal Sheryl Sandoz und wie heißt die andere? Muss ich hier mal gucken. Vocals, Vocals. Christina Viola. Das ist die zweite Sängerin und das hört sich so ein bisschen an. Man denkt so, man ist irgendwie so in so einem amerikanischen Film aus den 40er Jahren. Ja, so klingt halt teilweise die Musik. Also ich finde, das ist sehr psychedelisch. Also wie gesagt, wer mal Interesse hat, kann ja mal reinhören. Ja, kommen wir zum nächsten Album in meinem Ranking, sagen wir mal so, oder Best of. Und zwar ist das die Nummer 24. Und zwar ist das das Album It's a Beautiful, ist das die Band It's a Beautiful Day mit dem Debütalbum von 1969 mit dem gleichnamigen Titel. Die Band wurde gegründet von David und Linda LaFlame 1967 in San Francisco. Und dieses Album ist eigentlich sehr bekannt vom Titel her. Für mich ist das so, ein Mädchen wartet auf ihrem Retter oder keine Ahnung, steht irgendwo an der Küste und guckt übers Meer und hoffentlich kommst du bald. Und naja, das ist auch sehr psychedelisch, die Musik. Hier kann man die Band mal sehen, so im Sonnenuntergang oder wie auch immer im Schatten. Ja, das Album war auf Platz 47 in den Charts damals, also ist doch sehr erfolgreich. Man sieht das auch viel, wenn man in irgendwelchen Plattenläden gibt oder auf irgendwelchen Flohmärkten, da taucht dieses Album immer wieder auf. Und die bekanntesten Songs sind Whitebird und Bulgaria. Ja, das zu diesem Album. Das nächste Album ist etwas anders. Ein ganz anderes Richtung und zwar ist das die Band Blue Cheer. Das ist meine Nummer 23 und zwar mit dem Titel Vincebus Eruption. Hört sich so ein bisschen Latein an, der Titel, aber ist das Debütalbum der Band von 1968 und das ist eine Mischung aus Psychedelic Rock und Hard Rock. Und das Album wird heute, also in der heutigen Zeit, auf vielen Heavy Metal Listen geführt als Heavy Metal Album. Also die Band ist sozusagen ein Vorreiter, was Heavy Metal betrifft. So, man hört, wenn man das Album hört, hört man so bisschen Black Sabbath raus, empfinde ich so. Und oder umgedreht, man hört halt diese Band raus, die Blue Cheers.
aber das ist wirklich ganz, ganz toll. Und der größte Erfolg von der Band ist, was man kaum glaubt, ist das Lied Summertime Blues von Eddie Cochran von 1958. Und man sollte sich das mal anhören im Internet, was das für ein Unterschied ist. Wie ein Schlager oder ein Popsong als Hard- bzw. als Heavy-Metal-Song umgeändert wurde. Also wirklich gesagt, ganz, ganz tolles Album. Meine Nummer 23, Blue Cheers, Vincebus Eruptus. Tom. Tom, ja, habe ich gesagt. Das nächste Album auf meiner Liste, das ist die Nummer 22 und das ist das Debütalbum von den Youngbloods mit dem gleichnamigen Titel. Ist von 1967 und bekannteste Single auf diesem Album ist Get Together von Chet Powers und Statesboro Blues von Blind Willie McTell. Also, und dann ist da noch drauf Cissy Ryder von Mississippi John Hurt. Also ist bluesig, aber für mich, weil dieses Ranking ist ja mein persönliches Ranking, ist das Album sehr psychedelic-haltig. Also das wechselt sich so ab zwischen Blues und Psychedelic. Also ganz, ganz tolles Album. Gefällt mir sehr gut. Nummer 22 in meinem Ranking, The Youngbloods. Das nächste Album, die Nummer 21, Creedence Clearwater Revival, das Debütalbum von 1968. Die Musik auf diesem Album, da werden jetzt viele aufschreien, oh, das ist kein Psychedelic Rock. Doch, das ist. Das setzt sich zusammen auf Swamp Rock, Blues Rock, Roots. Das ist für mich persönlich Psychedelic Rock, wenn man das hört. Wahrscheinlich nicht alle Lieder, aber einige davon kommen dem ganz nahe. Auf diesem Album ist die erste Single der Band, Susie Q, war Platz 11 in den US-Charts. Und die Band hat dann, die dümpelte so ein bisschen im Schatten vor diesem Album, als Gollywogs, so hieß die Band ursprünglich, und hat dann den Namen geändert. Die zweite Single auf diesem Album ist I Put a Spell on You. Auch sehr bekanntes Stück, also wie gesagt, Creedence Clearwater Revival hört man ja oft im Radio. Also sehr bekannte Gruppe. Für mich Nummer 21 in meinem Ranking. Das Debütalbum vom Creedence Clearwater Revival. Die nächste Band, die Nummer 20, das ist die Steve Miller Band. Das ist meine Nummer 20. Das ist das dritte Album von 1969, Brave New World. Die Musikart auf diesem Album, das ist Psychedelic Rock gemischt mit Blues Rock und Hard Rock. Also das ist schon ein Hammeralbum in meinen Augen. Ganz klasse Musik. Und was dazu kommt, für alle Beatles-Fans, Paul McCartney war an diesem Album beteiligt, hat im Background gesungen, Schlagzeug gespielt, Gitarre und Bass. Ja, ein sehr schönes Album, sehr psychedelisch aufgemacht hier innen drinne mit diesen Bildern, da sieht man die Band. Sehr schön. Meine Nummer 20 in meinem Ranking, The Steve Miller Band, Brave New World. Nächster Album ist Boss Skaggs mit seinem zweiten Album von 1969 und das ist so, das Genre ist Amerikaner, Blue-Eyed Soul, Country und Rhythm and Blues. Ergibt für mich wieder, wenn man das Album hört, weil es so extrem unterschiedlich sind, die Lieder. Für mich sehr guter Psychedelic Rock diesem Album. Und was noch dazu kommt, der gute Herr Boss Skaggs ist Mitbegründer der Steve Miller Band, hat aber nach dem zweiten Album bzw. nach zwei Alben die Band verlassen und hat dann seine Solokarriere gestartet, die er sehr erfolgreich absolviert hat zu dem Zeitpunkt. Und meine Ausgabe hier ist eine Japan-Pressung. Man sieht das hier mit dem Schieber hier.
ja, wie gesagt, Nummer 19 in meinem Ranking, Boss Skaggs mit seinem Debütalbum. Entschuldigung, mit seinem zweiten Album von 1969. Platz 18 in meinem Ranking, Jefferson Airplane, After Bathing at Baxter's. Von 1967, das dritte Album. Hier trifft Psychedelic Rock auf Acid Rock. Und das ist sehr, also für in meinen Augen eines der experimentellsten Alben von Jefferson Airplane überhaupt. Das Cover ist von Ron Cobb. Hier so mit dem Art Comic Artwork mit dem Flugzeug, was auch ein Haus darstellt und mit Triebwerken und ja, Rädern und allen möglichen Pipapo. Po dran, also bekannteste Lied von diesem Album ist The Ballad of You and Me and Punel und Watch Her Ride. Ja, das zu diesem Album, meine Nummer 18, Jefferson Airplane, After Bathing at Baxter's. Meine Nummer 17 auf meiner Liste ist das Debütalbum von Grateful Dead. Hier trifft Folk auf Psychedelic Rock gemischt und die Band ist ja gegründet 1965. Das Album hier ist das Debütalbum von 1967. Gitarre und Gesang Jerry Garcias, Gitarre und Gesang Bob Wyer, die beiden Köpfe von Grateful Dead über Jahrzehnte und Bassgesang noch zusätzlich von Phil Lesh, der Keyboarder und Percussion spielt Ron McKierney. Und Schlagzeug ist von Bill Kreutzmann. Ja, die Band ist ja bekannt für ihre ausreichenden Jam-Konzerte, wo die Lieder 20, 30 Minuten lang sind. Und die Band hat in ihrer Zeit in Amerika, wo sie sehr erfolgreich waren, hier in Deutschland oder beziehungsweise in Europa, ja, kam der Erfolg ja erst später, 3000 Konzerte gegeben. Und gehörte zu den ersten Bands, die erlaubt haben, dass die Konzerte mitgeschnitten wurden. Also sozusagen die Erfinder des Bootleg, wie das so schön heißt. Und hier drauf ist, das bekannteste Lied ist Good Morning Little Schoolgirl von Sonny Boy Williamson, was fast jeder kennt. Das ist hier die 50th Anniversary Pressung auf 180 Gramm. Ja. Ganz tolles Album. Wie gesagt, hier trifft Folk auf Psychedelic Rock. Wieder was anderes, wieder eine andere Kombination. Ganz klasse Album. Meine Nummer 17, Grateful Dead mit ihrem Debütalbum. Meine Nummer 16 ist wieder eine bekannte Band, die ich vorhin schon vorgestellt habe, diesmal die Nummer 16, das zweite Album von 1969, Creedence Clearwater Revival bei U Country. Hier ist die bekannteste Hitsingle drauf, Proud Mary, Born on the Bayou und Keep on Shooling. Alles bekannte Lieder vom Radio her, also ganz toll, ganz tolles Album. Auch wieder die Mischung zwischen Swamp und Psychedelic Rock, wie gesagt, nicht bei allen Liedern. Es sind einige Lieder, die so in diesen Country abwandern oder dieses Swamp Rock. Aber für mich sind auch Stücke, die psychedelisch angehaucht sind, mit dabei. Also meine Nummer 16, Creedence Clearwater Revival by U Country. Das nächste Album ist meine Nummer 15 und zwar ist das Country Joe and the Big Fish. Das ist mein 15. Album im Ranking. Das ist das zweite Album der Band von 1967 und der berühmteste Titel auf diesem Lied ist der Vietnam-Protest-Song, den wahrscheinlich einige von den Älteren aus irgendwelchen amerikanischen Kriegsfilm auch kennen, I Feel Like I'm Fixing to Die. Und zwar ist das frei übersetzt, ich bereite mich darauf vor zu sterben und zwar bezieht sich das darauf, dass die ganzen leichtsinnigen Soldaten, die für den Vietnam
Krieg eingezogen wurden und dann darüber geschifft wurden oder geflogen wurden, sich im Endeffekt darauf vorbereitet haben, ja, zu sterben in diesem sinnlosen Krieg, der dort stattfand. Wir haben hier eine Mischung aus Psychedelic Rock und Rock, also das ist wieder eine andere Machart hier. Und die Musik hier ist sehr orgellastig und wird von orientalischen Einflüssen beeinflusst. Also ich finde es ein ganz tolles Album, besonders der Titelsong. Das sollte man sich mal anhören und der ist doch ganz interessant. Ja, das zu diesem Album, zu meinem 15. in meinem Ranking, Country Joe and the Fish, I Feel Like I'm Fixing to Die. Die Nummer 14 auf meinem Ranking, das ist wieder die Steve Miller Band mit ihrem zweiten Album von 1968 und zwar heißt das Sailor. Das ist das letzte Album mit den schon vorgestellten Künstler Boss Scruggs. Und hier haben wir auch eine Mischung aus Blues und Psychedelic Rock. Das Album war sehr erfolgreich. Ich mag eigentlich, es gibt jetzt keinen herausragenden Song, aber ich mag das ganze Album. Von der Art und Aufmachung her, wie es gemacht ist, von den Gitarren, also ganz klasse, von der Musik her, tolles Album, The Steve Miller Band, Sailor von 1968, meine Nummer 14 in meinem Ranking. Meine Nummer 13, Quicksilver Messenger Service, zweiter Album von 1969, hier trifft man voll auf Psychedelic Rock. Dieses Album ist sehr freudig. Also die Band spielt hier doch sehr aus sich raus, ohne irgendwelche Grenzen zu beachten. Zum Beispiel das erste Lied ist auf der ersten Seite, einzige Lied auf der ersten Seite ist 25 Minuten 22 lang und ist in 6 Parts unterteilt, was letztendlich ein Lied ist, weil man immer wieder in den einzelnen Parts zu denselben Noten oder Liner Notes kommt und man merkt immer, oh, das habe ich doch schon mal in dem Stück davor gehört. Also es geht immer wieder darauf zurück und das ist ganz toll, das ist das Lied Who Do You Love von Bo Diddley, ist ja ganz bekannt. Und dann das war auf der Seite 2 sind nur 4 Lieder, das sind aber unterschiedliche Lieder. Da ist das bekannteste Lied Mona drauf. Und das Kavallerie, das geht 13 Minuten 25. Ist auch ein bekanntes Stück, möchte ich mal sagen. Und was noch hervorzuheben ist auf diesem Album, ist natürlich das Gitarrenspiel von John Cipollina. Wunderbare Gitarre, also wer Gitarrenrock mag oder Bluesrock, der sollte sich da mal reinhören. Ganz, ganz tolles Album. Nummer 13 auf meinem Ranking, Quicksilver Messenger Service, Happy Trail. Nummer 12 in meiner Liste ist Child of the Future von der Steve Miller Band. Wieder mal, das ist das Debütalbum von 1968. Hier haben wir wieder eine Mischung aus Blues und Psychedelic Rocks. Hier wieder mit Boss Scruggs, der Mitbegründer, der, wie ich vorhin schon sagte, der Steve Miller Band war. Hier haben wir natürlich ein ganz tolles Psychedelic Artwork auch, wenn man das sich so anguckt, ganz toll gemacht, passend zur Musik, also ganz wunderbar, gefällt mir sehr gut das Album. Und hier sind Lonnie Turner ist hier am Bass, Jimmy Peterman spielt Hammondorgel und Tim Davies sitzt hier am Schlagzeug in der Erstbesetzung von der Steve Miller Band. Ganz, ganz tolles Album. Meine Nummer 12, The Steve Miller Band. Children of the Future. Kommen wir zum nächsten Album, zur Nummer 11 in meinem Ranking.
Und zwar ist das wieder Jefferson Airplay playing Crown of the Creation. Das ist das vierte Album von 1968. Hier haben wir eine Mischung aus Folkrock und Psychedelic Rock. Hier die Band Gray Slick am Gesang, Paul Kantner Gesang und Gitarre, Marty Ballin Gesang und Gitarre, Jorma Kaukonen Leadgitarre und Gesang, Jack Cassidy Bass, Spencer Dryden Schlagzeug. Also hier hört man das so schön raus, der vielstimmige Gesang von Jefferson Airplane, ganz klasse Musik hier, auch wieder schöner Psychedelic Rock, wunderbar. Meine Nummer 11 im Ranking, Jefferson Airplane, Crown of Creation. So, nun kommen wir langsam zu den 10 bis 1. Und zwar Album Nummer 10 in meinem Ranking, Willie and the Poor Boys von Creedence Clearwater Revival. Hier trifft wieder Roots, Swamp, Country Blues auf Psychedelic Rock. Ganz, ganz tolles Album hier mit folgenden Liedern bekannt. Was ist sehr bekannt, muss ich erstmal hier selber gucken. Photonate Sun ist eigentlich, ich glaube, das bekannteste Lied auf der Platte. Down on the Corner. Und die Band, die Poor Boys, das ist jetzt so ein Foto von der eigenen Band, also von Creedence Clearwater Revival, so als Straßenband sollen die da wohl dargestellt werden. Kann man auch noch mal auf der Rückseite sehen. Ganz toller, ja, Rock, Psychedelic Rock. In meinen Augen eins der besten Alben der Band. Willie and the Poor Boys, meine Nummer 10. Kommen wir zu Nummer 9. Und jetzt wird es schwierig mit der Aussprache. Und zwar sind wir wieder bei Grateful Dead. Aoxa Mox Oa. Ich habe mir das extra so hier mit Bindestriche, dass ich das aussprechen kann oder so, wie es sein soll. Hier haben wir das dritte Studioalbum der Band von 1969. Hier haben wir die Mischung Folkrock und Psychedelic Rock mit Jerry Garcias und Bob Weir als treibende Kraft bei der Band. Also hier, das ist zum Beispiel ein Album, da wurde halt zum ersten Mal mit einem 16-Spurbandgerät aufgenommen. Das führte aber dazu, dass die Band zu experimentell an diesem Album gearbeitet hat. Viel von der Musik ging dabei verloren. 1971 kam eine Neuauflage raus. Das Album heißt, es ist das teuerste, was Warner Brothers jemals aufgenommen hat. Das Album, die Aufnahmen allein kosteten 180.000. Aber muss ich dazu sagen, von den Deadheads, also von den Fans von Grateful Dead, wird dieses Album als der Höhepunkt von Grateful Dead bezeichnet. Wo ich sagen kann, ja, das ist ein ganz, ganz tolles Album. Hier drauf der Titel St. Stephen, der eigentlich auf fast jedem Live-Album drauf ist und den sie immer in Konzerten gespielt haben. Also ganz großes Album hier. Meine Nummer 9, Grateful Dead, Aoxa Mox Oa. Und was das Kuriose ist, man kann den Titel, kann man jetzt hier schlecht sehen, von vorne nach hinten ist es, egal wie man es schreibt, es kommt immer aufs Gleiche drauf hinaus. Und kann man natürlich sehen, nicht gut sehen, weil es in dieser komischen Schrift geschrieben ist. Ich habe hier eine Pressung, eine 50 Jahre Anniversary Remastered Audio of definitiv 1971, also von der 71er Pressung, ist das hier nochmal remastered. Ganz, ganz tolles Album. Wie gesagt, meine Nummer 9. Kommen wir zur Nummer 8. Und dann sind wir bei Nummer 8. Santana mit ihrem Debütalbum von 1969. Dieses Album wurde aufgenommen kurz nach ihrem Auftritt bei Woodstock. Das allererste Mal, dass diese Band überhaupt in Erscheinung trat. Und hatte dort natürlich einen Riesenerfolg. Und die Mischung der Musik hier haben wir Latin Rock, Fusion, trifft auf Psychedelic Blues Rock. Also das ist schon für mich das beste Album überhaupt von Santana. Ich habe bestimmt 25 oder 30 Alben
mein Lieblingsalbum von Santana seither immer schon gewesen. Keins ist besser, kommt nicht an dieses Album hier ran. Und wer den Titel Waiting in Erinnerung hat, gerade von den Älteren, es gab in der, ich weiß gar nicht wie weit zurück, 70er, 80er Jahre, ob das auch noch in den 90er gab, gab es ein Politmagazin auf ZDF, das hieß Kennzeichen D. Und das Anfangs- bzw. Erkennungslied ist ein Teil von dem ersten Stück auf dieser Platte von Waiting. Also von den aus der älteren Generation, die werden sich wahrscheinlich daran erinnern. Ganz, ganz tolles Album. Meine Nummer 8, Santana mit ihrem Debütalbum von 1969. Kommen wir zur Nummer 7. Und das ist Country Joe and the Fish. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Das ist das Debütalbum von 1967. Und dieses Album soll oder ist so ein Wegbereiter des US-Psychedelic Rock. Und dieses Album reicht so von fröhlich, von den Aufnahmen, also von der Musik her. Das ist fröhliche Musik bis apokalyptisch. Also das hat schon Potenzial, dieses Album. Und mit dem Titel Superbird, das ist auch ein Protestsong in Amerika gewesen zum Vietnamkrieg, hat die Band dann das Ende der Fahnenstange erreicht. Also das ging in den Song ja um den damaligen Präsidenten Johnson. Und selbst das Plattenlabel hat gesagt, also jetzt ist Schluss, mehr geht nicht an Protestsongs, sonst können wir euch nicht mehr unter Vertrag halten. Also das war tatsächlich kurz vor 12 Uhr, möchte ich mal so behaupten, was dort abgeliefert worden. Natürlich beim Publikum war es natürlich hoch angesehen, weil es gab ja viele Demonstranten gegen den Vietnamkrieg, gerade in Amerika. Und wie gesagt, auf diesem Album sollte eigentlich der Titel drauf, I Feel Like I'm Fixing to Die, verschob man aber dann auf das zweite Album, was ich vorhin schon vorgestellt habe im Ranking, weil man wollte nicht noch die restlichen Radiosender vergraulen, dass da überhaupt die Lieder von der Band gar nicht mehr gespielt wurden. Also hat man das dann aufs zweite Album verschoben, um wenigstens erfolgreicher mit diesem Album dann zu starten. Dann ist auf diesem Album noch zu erwähnen, dass der Titel 6 auf der zweiten Seite, der heißt Grace, und der ist Grace Slick von Jefferson Airplane gewidmet. Ja, das ist meine Nummer 7, das Debütalbum von Country Joe and the Fish. Meine Nummer 6 auf meinem Ranking ist Volunteers von Jefferson Airplane. Das ist das fünfte Album von 1969. Hier bei diesem Album, das ist so mein persönliches, meine persönliche Meinung, Folkrock trifft auf Acid Rock, trifft auf Country Rock, trifft auf Hard Rock und zu guter Letzt auf Psychedelic Rock. Das Album war sehr umstritten in Amerika, was dazu geführt hat, dass es 8 Monate gedauert hat, bis überhaupt das Album rauskam nach der Fertigstellung, weil man wollte eigentlich mit diesem Album so ein bisschen die amerikanische Regierung kritisieren. Und normal sollte das Album heißen Volunteer of America, aber Amerika mit 3 Ks geschrieben. Und zwar als Anspielung zum Ku Klux Klan, was natürlich nicht erlaubt wurde, wo die Plattenfirma gesagt hat, Leute, das geht gar nicht. Und dann ließ man das und hatte das Album einfach nur Volunteers genannt, also Freiwillige. Und in dem letzten Song auf Seite 2, der heißt ja Volunteers, da geht es dann auch um die Freiwilligen für den Vietnamkrieg. Ja, was noch dazu zu sagen ist zu diesem Album, hier sind natürlich berühmte Leute mit am Start, zum Beispiel bei dem Song Wooden Chips, David Crosby, Paul Kantner und Stephen Stills, bekannt von Crosby, Stills, Nash & Young. Und bei Volunteers, denn geschrieben von Marty Balin und Paul Kantner, die bekannten
Sänger von Jefferson Airplane. Ja, das zu diesem Album. Das ist hier als Gatefood und hier drinnen denn Peanut Butter mit Jam Jelly. Oder Jelly drauf. Ja, ganz, ganz tolles Artwork, finde ich. Sehr gut. Ja, das zu meiner Nummer 6. Jefferson Airplane Volunteers. So, der Akku war alle. Wir mussten den Akku tauschen, um weiterzumachen. Wir sind bei der Nummer 5 angelangt. In meinem Best-of die 25 besten Alben aus der Region San Francisco von 1967, 68, 69. Und das Album Nummer 5 auf meiner Liste ist Creedence Clearwater Revival Green River. Hier auf diesem Album ist die geniale Mischung zwischen Rock und Psychedelic perfekt in meinen Augen. Die Lieder Bad Moon Rising und Lodi sind natürlich weltbekannt und deshalb meine private Nummer 5, Creedence Clearwater Revival Green River. Meine Nummer 4 in meiner Liste, Cheap Thrills von den Big Brother and the Holding Company. Janis Joplin war bei dieser Band für 2 Alben von 1966 bis 1968. Das ist hier das 2. Album von 1968 und war eigentlich das erfolgreichste Album der Band mit den erfolgreichsten Songs. Deshalb auch einmal Summertime aus der Oper Porgy und Bess von George Gershwin und das bekannteste Lied überhaupt war Piece of My Heart, auch für Janis Joplin, sehr erfolgreich. Und das wurde ja im Original gesungen von Irma Franklin. Die Dame sagt mir jetzt gar nichts, aber wie gesagt, ich kenne das auch nur von Janis Joplin. Und sie verließ ja die Band nach 2 Alben für eine Solokarriere, die sie dann auch erfolgreich gestartet hat. Sie hat ja dann ist ja dann in Woodstock aufgetreten, was ja dann ihre Weltkarriere oder ihre Karriere begann dort und endete ja 1970, wie jeder ja weiß, durch Drogen und Alkohol. Und dann gibt es ja noch, was ich dazu noch sagen will, diese Geschichte. Sie hat ja sie war ja großer Fan von Southern Comfort, dem Alkohol, und hat von der ich weiß nicht, vom Vertrieb oder von der Distille einen Pelzmantel dafür geschenkt bekommen. Also muss man sich vorstellen, wie viel Mengen sie von dem Zeug getrunken hat. Was man ja auch an ihrer Stimme hört, die ja sehr, sehr rau war und doch ganz schön ausdrucksstark. Und wie gesagt, auf diesem Album kommt halt die bluesige Stimme von ihr zum Ausklang und natürlich auch die psychedelisch angehauchte Musik. Und der Grund, warum sie die Band verließ, ja, es wird gesagt, die Aufnahmen waren ihr zu schlecht. Wenn man sich die beiden Scheiben anhört, ich habe auch die erste LP von der Band, ja, die sind schlecht aufgenommen. Die Qualität lässt zu wünschen übrig, aber das Album selber von der Musik her ist genial. Ganz, ganz tolles Album. Meine Nummer 4, Cheap Thrill von Big Brother and the Holding Company. Kommen wir zur Nummer 3 in meinem Ranking. Und zwar ist das Debütalbum von Quicksilver Messenger Service. Was für ein Cover. Geniales Cover. Ich habe diese Platte schon als CD vor, 20 Jahren gehabt. Wollte immer die Platte haben, aber die war zu dem Zeitpunkt nicht zu bekommen. Hier trifft Acid Rock auf Instrumental Rock und natürlich auch Psychedelic Rock. Geniales Album in meinen Augen. Mein absoluter Favoritensong auf diesem Album ist Pride of Man, das erste Stück auf der ersten Seite. Und Dino Song, der ist von Dino Valente, der zu dem Zeitpunkt, als dieses Album rauskam, leider im Gefängnis saß wegen Marihuana-Delikten. Also ganz, ganz tolles Album, kann ich nur jedem ans Herz legen, der diese Musik mag. Quicksilver Messenger Service mit ihrem Debütalbum von 1968, meine Nummer 3 auf meinem Ranking.
Kommen wir zu Nummer 2, und zwar ist das Grateful Dead mit ihrem Live-Album Live Dead von 1969. Das ist das vierte Album der Band, das ist das allererste Live-Album, was die gemacht haben. Ist zusammengeschnitten aus mehreren Konzerten von 1969. Hier trifft Folkrock auf Psychedelic Rock. Weiß ich, langweile oder ich wiederhole das Wort immer, aber es ist ja so ein Ranking, wo es um Psychedelic Rock geht, besonders in San Francisco, wo diese Art der Musik ihren Ursprung hat, möchte ich mal fast sagen, außer natürlich in Großbritannien gab es auch noch mal, gibt es auch eine große Psychedelic Gemeinde, was die Musik betrifft aus der Zeit. Darüber werde ich auch ein Ranking machen. Darüber, also ich habe auch gleichzeitig zu diesem Ranking Alben rausgesucht für Großbritannien von großartigen Bands. Aber wie gesagt, jetzt sind wir ja noch in San Francisco und haben hier Grateful Dead mit ihrem ersten Live-Album. Was für ein geiles Cover hier, wenn man das so anguckt. Und dann hier auf der Innenseite sieht man hier Bilder von den Bandmitgliedern, schöne alte Schwarz-Weiß-Fotos. Die bekanntesten Lieder auf diesem Album ist Seite 1, Dark Star, 23 Minuten 15, soll das Aushängeschild der Band sein, ist ein bekanntes Stück, also wie gesagt 23 Minuten 15, eine Plattenseite und natürlich dann auch wieder San Steven auf der Platte mit 6 Minuten 45, ganz, ganz tolle Lieder hier auf dem Album, also mein absolutes Favoritenalbum, wenn es darum geht, Grateful Dead aufzulegen oder zu hören, dann ist das hier Grateful Dead Live Dead von 1969. So, kommen wir zur Nummer 1. Die Nummer 1 in meinem Ranking. Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow. Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Wie gesagt, ist das zweite Album von der Band. Das erste Album mit Grace Slick als Sängerin. Hier trifft Folk auf Acid, auf Psychedelic als einzigartige Verschmelzung. Für mich ist das Album, was diese Zeit ausmacht. Ich muss immer sofort an Woodstock denken, an Hippies, an Drogen. Das Album macht das ja aus, was zu der Zeit abgegangen sei. Schade, dass ich zu jung bin, um das nicht mitzuerlebt haben. Es gab viele Bands, die haben versucht, auf der gleichen Schiene aufzuspringen, was natürlich immer nicht klappt, weil es kann nur einen geben. Und zu dem Zeitpunkt war dieses Album das erfolgreichste und kommerziell erfolgreichste Album, allein in dieser Musikrichtung Psychedelic Rock. Grace Slick hat ja die Sängerin abgelöst, die auf dem ersten Album gesungen hat, Signe Anderson, ich glaube, die Dame war aus Schweden. Und wie gesagt, also, und was dazu kommt, die Lieder, die bekanntesten Lieder aus diesem Album, ist ja White Rabbit. Darum geht es ja, das ist ja sozusagen Alice im Wunderland, aber auf Drogen, alles. Und natürlich Somebody to Love, wird heute noch im Radio gespielt, wenn man irgendeinen Sender anmacht, immer wieder zu hören. Ganz, ganz tolle Lieder. Und wie gesagt, Grace Slick war ja einer der ersten Frontfrauen überhaupt bei einer Rockband. Das war ja zu einer Zeit von 1967 noch gar nicht so einfach, weil die Frau stand ja noch so ein bisschen im Schatten des Mannes. Also war das schon ganz, ganz schwierig. Aber wie gesagt, das ist meine absolute Nummer 1, was Psychedelic Rock in San Francisco in den späten 60er Jahren, was dort abging. Meine Nummer 1, Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow. Ja, das war mein Ranking, 25 Scheiben aus San Francisco von 1967, 68, 69. Ich hoffe, euch hat das Album gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.